Herzlich willkommen im Herzenwerk-Orakel. Ich bin Elisabeth. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Legung. Wir schauen mal in die Tagesenergie. Was kommt heute auf dich zu? Und als erstes schauen wir mal, welches Krafttier dir heute beisteht. Das ist das Krafttier-Orakel 2 aus dem Schöner Verlag. Und wir haben den Strauß, beziehungsweise das, der, die Emu, das Emu, der Emu, Gerechtigkeit. Oh, yeah. Herzlich willkommen im Herzenwerk Orakel. Hier ist ja das Witter. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Wochenendbotschaft. Wir schauen mal. Was kommt am Wochenende auf dich zu? Was darfst du erwarten? Und heute nehme ich auch das Krafttier-Orakel 2 erstmal. Schauen wir mal, welche Energie dir zur Verfügung steht, welches Krafttier dich unterstützt in dieser allgemeinen Legung. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Jetzt schauen wir mal, welches Krafttier steht für dich. Was haben wir da? Die Grille, Entspannung. Lasse deinen Gedanken freien Lauf. Genau jetzt sollst du dich erholen, dich mit lieben Menschen treffen und das Leben genießen. Das ist doch eine schöne Karte zum Wochenende. Ja, dann schauen wir mal mit dem Rabentarot von MJ Cullinane. Welche Energie steht denn so allgemein über dem Wochenende? Um was geht es? Was ist das Thema? Es lässt sich sehr bitten heute. Aha. Der Bube der Schwerter. Unterdeck. Okay. Da ist, es geht anscheinend um, ja, um einen Neuanfang. Einen Neuanfang in Bezug auf vielleicht Klärung, eine Nachricht zur Klärung, vielleicht ein Gespräch. Was schauen wir denn hier? Die drei der Stäbe. Ja, da plant man schon etwas, da kommt man ins Machen. Also da gibt es eine positive Weiterentwicklung in einer Situation. Und mit den Acht der Kelchen, da das ist so der Aufbruch. Der Abschied halt auf dem Weg. Also man klärt etwas, man kann etwas klären, macht sich auf den Weg, man verlässt eine Situation vielleicht, die einem auch nicht gut tut. Ja, oder auch so in eine ungewisse Zukunft. Und man verlässt auch etwas, was einem vertraut ist. Wir schauen jetzt mal, worum es da genau geht. Und das schauen wir mal mit dem Epic Light Lenormand von Kathleen Bergmann. Worum geht es da ganz allgemein? Oh, da haben wir schon zwei. Da geht es um ja, Freundschaft, Treue, Loyalität und dass hier etwas gelöst werden möchte. Also da, ja, man macht sich auf, um etwas zu klären, es hat aber gute Chancen, es hat gute Aussichten mit den drei der Stäben, da ist Zuversicht da, dass sich dieser Knoten auch lösen kann. Vielleicht brauchst du Vertrauen in diesen Schritt, weil es vielleicht kompliziert wird, weil du weißt, diese Blockade, dieser Knoten, der ist nicht so einfach zu lösen. Aber du hast hier die Chance auf Neuanfang, auf Chance auf Klärung, das gute Aussichten und ja, das irgendwas ist da, was dich natürlich gefühlsmäßig mitnimmt. Das ist sehr emotional, aber indem du dich dir selbst vertraust, deinen Weg zu gehen, kannst du diesen Knoten lösen. Du kannst das bearbeiten mit der Mühle am Unterdeck, wenn es auch vielleicht langsam geht, aber da wird etwas transformiert, da wird etwas verfeinert, ja, das Korn wird zermahlen und zu Mehl, ja, und ja, mit dem Mehl kann man wieder was anfangen, also Schritt für Schritt
Und ja, da schauen wir mal, was denn so im weiteren Verlauf oder um was es hier noch genauer geht. Da haben wir die Blumen, den Anker und den Tee. Also es kann sein, dass es hier um ein Treffen geht, eine Einladung, ja, an etwas, was wobei beide Seiten festhalten, wenn es hier um Freundschaft geht, der Anker in der Mitte, das ist ja so Stabilität, Festigkeit, dein Halt mit jemandem vielleicht oder dein Halt im Leben, etwas, wo beide Seiten festhalten mit dem Tee. Schaut mir so aus, dass man sich hier trifft, vielleicht auf einen Tee, auf einen Kaffee, ein Date möglicherweise. Und dass man sich hier gut gehen lässt und entspannt und Gespräche hat beim ne, Tee. Das ist auch so, man sagt ja immer so, abwarten und Tee trinken. Also das auch mit dir selber Geduld haben. Und dann können sich Verstrickungen auch lösen. Jetzt haben wir wieder den Klee am Unterdeck. Da ist Zuversicht, da ist Hoffnung, da ist Wachstum möglich. Also schaut doch sehr positiv aus. Es gibt Einladungen vielleicht, Treffen, du gehst weg. Also wir haben mit der Grille auch die Entspannung und ja, genießt das Leben, trifft dich mit Menschen vielleicht. Ja, es ist Zeit, dass du wieder Freundschaften pflegst und dann, ja, dann kümmert man sich halt um die Freundschaften, man pflegt die Freundschaften. Man trifft sich, man redet, man tauscht sich aus. Vielleicht auch über Dinge, die ja gerade die waren, die irgendwo etwas noch Ungelöstes haben. Schauen wir mal. Was gibt's denn in der Liebe? Schauen wir jetzt gleich weiter. In der Liebe am Wochenende für dich, ja, allgemeine Legung nicht vergessen. Die Wege. Die Wege, die Landkarte und der Fuchs. Okay. Am Unterdeck der Brief. Ja, da kommt eine Entscheidung, auf dich zu. Du hast natürlich die Möglichkeit, bei den Wegen hast du auch immer die Wahl. Du hast vielleicht Optionen. Es geht um Ziele. Vielleicht geht es um eine Reise. Wo fährt man hin? Oder gemeinsam, was ist das gemeinsame Ziel? Mit dem Fuchs, der hier auf die Landkarte schaut, da geht es halt darum, dass man ja ehrlich ist zueinander, miteinander. Was wünsche ich mir? Wo möchte ich hin? Vielleicht gibt es da ein gewisses Misstrauen, Uneinigkeit. Ja, so, wir schauen mal. Ich möchte mal wissen, was mit dem Fuchs noch auf sich hat. Worum geht es bei dem Fuchs? Oh, das ging schnell. Auch der Salon. Also da geht es hier um Gespräche, Dialoge. Ja, ich habe das Gefühl, dass es hier darum geht, dass man ehrlich ist. Was will man wirklich? Also ehrliche Aussprache. Der Schwanz des Fuchses zeigt dir auf den Salon. Du hast die Wahl. Also entscheide dich. Bleib bei dir. Bleib in deiner Selbstliebe. Was möchtest du? Wo willst du hin? Es geht um Klärung am Wochenende. Ja, und wenn du etwas zurückgehalten hast, was du vielleicht dir nicht getraut hast zu sagen, weil der Fuchs ist auch jemand, der scheu ist, kann das auch der Knoten sein, der gelöst werden darf und du darfst dich hier trauen, deine Wünsche zu äußern. Am Unterdeck die Sterne, der Stern, ja, Klarheit, Fülle, Wunscherfüllung, klare Gedanken, klare Gespräche. Das darfst du, das sollst du dir zu Herzen nehmen, wenn du hier in Resonanz bist, wenn du sagst, ja, da ist etwas, was an mir nagt, was mir auf der Seele brennt, irgendwie, wo ich mich nicht gut fühle, das möchte ich auflösen, diesen Knoten und ja, in einer Verbindung. Zwischenmenschlicher Bereich, ja, es ist hier keine Personenkarte gefallen, aber irgendwie hat es was mit dir zu tun. Wenn du hier noch zuschaust, dann ja, kannst du vielleicht was damit anfangen. Ja, ich hoffe, die Legung hat dir gefallen. Ich freue mich, wenn du wieder reinschaust und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und ich hoffe, das Wetter passt und ihr genießt.
die Sonne und habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.